So. Hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pikmin. Ja, im letzten Part hatten wir den ersten Kontakt mit unserer neuen Region, dem Wald der Hoffnung. Und wir haben die gelben Pikmins erhalten, die wir gleich in die Luft gesprengt hatten. Ja, das war legendär. Und ich würde sagen, wir landen gleich mal wieder hier. Mal schauen, was wir an diesem Tag so alles reisen. Wald der Hoffnung. Tag 3. Dip. Ja, da seht ihr gleich was ich gleich am Anfang machen werde. Nämlich ist da nur so eine Steinwand, die mir gar nicht gefällt. So, ich hole erstmal. Wie viel hole ich denn? Ich brauche eigentlich eine Menge. Ah, ich hole mal 60 Rote. Und alle gelben. Auf jeden Fall. Ganz wichtig. Weil die gelben müssen unbedingt keimen. Unbedingt. Das ist nämlich. Weil unsere Zwiebel ist nämlich jetzt auch. Oder die gelbe Zwiebel ist jetzt auch an dem Platz. Was sehr gut ist. So, dann wollte ich erstmal hier keimen. Wenn ich übrigens A gedrückt halte, kann ich die Pikmin sortieren lassen. Was sehr praktisch ist. Und was mache ich denn als erstes? So, du kommst mit. Erstmal ein bisschen keimen natürlich. So, jetzt ja, mit ein paar roten. So, wups und wups. Und jetzt die gelben holen. Nein, das ist kein gelbes. Das ist ein gelbes. So, wups und wups. Das war zu weit. Egal. Schafft's auch so. Zack, zack. Gibst du gleich auf? Nö, natürlich nicht. So, hier haben wir Bomben. Ich lasse meine roten erstmal zurück. Ich bringe im Moment nicht viel. Ich nehme erstmal nur die gelben mit. Komm, gelbes, komm her. So, dann hole ich die Pflanze da noch. Zack. Zack. Und mit dem Rest hole ich erstmal Bomben. Das dürften eigentlich genug sein, denke ich mal. Ja, so viele Bomben sind gar nicht drin. Keins übersehen? Doch, wusste ich doch, dass da noch eins ist. So, und die Bomben, die nehme ich jetzt mal getrennt mit. Weil da schießen wir erstmal da oben den Anfangspunkt auf. Da hinten habe ich übrigens auch noch eins übersehen, habe ich gerade gesehen. Das nehme ich natürlich gleich wieder mit. Erstmal wird hier freigesprengt, weil das ist das absolut Nervigste, das hier. So, diesmal gehe ich ein bisschen weiter zurück. Weil, das war mir beim letzten Part ein bisschen zu knapp. So, wups. So weit zurück musste ich zwar auch nicht, aber egal, ne? Das ist lieber vorsichtiger als draufgehen. So, jetzt haben wir nämlich hier was offen. Und da wartet Gesellschaft auf uns. Ja. Aber wir gehen erstmal noch den anderen Weg. So, kommt her. So, du kommst auch her. Keiner wird zurückgelassen. Nein, ich möchte keine Bomben haben. Ich möchte es normales. Dankeschön. Übrigens, die Blumen, wo so Nahrungssteine droppen, die wachsen im Laufe des Tages, wachsen die nach. Oder die Setzlinge wachsen nach. So, hier sind noch mehr Steine. Werde ich mir doch gleich mal einverleiben. Okay, die lasse ich erstmal zurück. Jawohl. Vorsichtig machen, weil das sind die Bomben in der Nähe. So, wups und schwups. Pflücken wir mal wieder. Zack. Und vom Rest hole ich mir Bomben. 1, 2, 3. Ich weiß zwar noch nichts, was ich damit anfangen kann, wirklich. Danke. Aber Hauptsache, wir haben es einfach mal, ne? Alter, habe ich noch mehr Bomben. Moment, Bomben-Action. Bombenstimmung quasi, ne?
Der Witz ist auch uralt, Mensch, das ist echt schlimm. So, aber immer schön brav keimen. Bloß nicht vernachlässigen. Weil, wenn man keine Pigment mehr hat, dann ist man aufgeschmissen. Ich glaube dann, die Zwiebel produziert zwar immer einen einzigen, aber, ne, was ist ein einziger? So, hier nehmen die jetzt mal so. Nehmt ihr die Bomben? Bomben nehmen? Danke. So, was ich jetzt mit den Bombenlegern mache, das weiß ich noch gar nicht. Die platziere ich erstmal ganz hinten an meinen Anfangspunkt und dann nehme ich erstmal die und räume erstmal am Anfang ein bisschen auf. Hab ich mir gerade so überlegt. Dim, 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 dim. So, jawohl. Da ist übrigens ein Pigment hingeflogen. Das passiert öfter mal. Das macht denen gar nichts. So, jetzt brauche ich meine roten. Die gelben, die möchte ich noch nicht im Kampf einsetzen. Da haben wir noch zu wenige davon. So, rote Armee, auf geht's. Oder Armee? Egal. So, auf geht's. Oh, da, 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 da. So, wunderschön. Das hat perfekt geklappt. Und dann gehen wir da drüber. Na kommt, ihr Bar, bleibt nicht hängen. Dankeschön. Schleichen wir uns wieder unauffällig von hinten an. Dann geht's los. Ja, komm, du einer, kannst die Barriere machen. So, Konzentration und auf geht's! Ja, 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 immer drauf auf den Old, immer drauf auf den Ekelhaften. So, weg ist er. Da habt ihr es vielleicht gesehen, die Pigment, die im Kampf angefressen werden oder angehittet werden, verlieren ihre Blume. Und dafür wächst ihnen eine Knospe. So, jetzt mache ich erstmal die Barriere auf. Ja, am Anfang von dem Gebiet ist erstmal Barrieren vernichten angesagt. So, ich möchte jetzt ungern die die Steine anhauchen, weil es wäre nicht so gut. Und dann tun wir gerade das, den gerade vernichteten Gegner, tun wir in neue gelbe Pigments investieren, würde ich sagen. Dim, dim. Di, 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 di. Jetzt haben wir aber schon einige gelbe. Das gefällt mir. Doch, das ist wunderbar. Jawohl. So, jetzt nehme ich euch drei noch mit. Ja, da haben wir jetzt schon 26 Stück. Plus die Bombenleger. Ja, sind wir schon um die 30 rum. Wunderbar. So, 1, 2, 3. Zack. Dann davon 10. Wie viel waren das? 2, 3, 4. So, wups. Und wups. Übrigens, ich weiß nicht, ob das schon erklärt wurde, aber immer wenn man die richtige Farbe den Pigments tragen lässt, zum Beispiel hier, da erscheint statt ein neuer Pigment, erscheinen gleich zwei. Weshalb diese Pflanzen ja auch interessant sind, weil die wechseln immer ihre Farbe. Und das sollte man möglichst die richtige Farbe erwischen, wenn man viel Pigments haben möchte. So, jetzt werfe ich mal. Da müsste man... Ja, genau, da bekomme ich das Gelbe, wunderbar. Okay, da habe ich es verpennt. Nochmal. Und flupp. Jawohl, schön. Da sind nämlich jetzt insgesamt vier Pigments, die da kommen. Und das ist schon sehr gut. So, die restlichen machen da noch weiter. Du sollst da weitermachen. Mensch. Und dann hole ich mir erstmal wieder die Pigments ab. Ich habe gerade alle verbraten. Ich hätte die natürlich auch sprengen können, die Barriere, aber... Ja, meine... Ich habe übrigens schon wieder 100 Stück auf dem Feld. Ja, das passiert mir häufiger. So, wunderprächtig. So, du kommst her. Aber die lasse ich, glaube ich, jetzt erstmal liegen. Die gelben, weil die brauche ich jetzt erstmal, glaube ich, nicht. So, ich schaue mich überhaupt jetzt erstmal um, was ich hier noch alles machen kann und will. Was gibt's hier denn? Hier gibt's schon mal Gegner. Ei, ich mache ich tot. Geht weg von mir. Ah, ah, ah. Ja, das sind so billige Gegner, die kann Polymar Logger alleine machen. Braucht er keine Pigments dazu.
mache ich immer gern mal ein bisschen so allein. Weil Urimark kann man, sollte man nicht unterschätzen, der kann auch was. So, ich mache euch alle kaputt. Ihr habt doch keine Chance gegen mich. Zack, zack. Ins Gesicht. So, die Gegner sind schon heftiger. Oh Gott. Ja, langsam sollte ich mich wirklich zurückziehen. Hey, hier sind ein bisschen viele Gegner. Muss ich immer anmerken. Zack, 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 zack. Und töten. Töten, töten. Jawohl. Gut, da komme ich mit meinen Roten gleich mal. Räumen wir erstmal auf. So, ich lasse erstmal ein paar Gelbe abtransportieren. So ein paar Leichen hier. So, zack und zack und zack und zack und zack. Jetzt haben wir schon alle Gelbe. Ne, wir haben noch nicht alle Gelbe verbraten. Hm. Egal, ich finde jetzt gerade keine Gelben weiter. So, dann auf geht's! Wir sind schon alle tot. Boah, war ich ja gar kein. Doch, da sind noch welche. Da sind noch welche. Töten, töten, töten. Okay, das war effektiv. So, und dann nimmt jetzt einfach jemand. Jemand, der will, nimmt jetzt einfach die Gegner mit. Los. Alter, oben habt ihr es vielleicht schon gesehen. Da unten ist ein neues Teil. Und das werde ich doch gleich dann holen. So, zack, zack, zack. Und dann noch zack. Und dann noch zack. Weil man sollte die Roten nicht vernachlässigen, nur weil man jetzt auf einmal Gelbe hat, ne? All die Roten sind auch wichtig. Jedes einzelne Pinguin ist wichtig. Da haben wir gleich einen Verbindungstrakt zum Ort, wo wir die gelbe Zwiebel einst hatten. Und ich glaube, für das Teil da oben brauche ich lauter Gelbe. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal Gelbe mit. Ja, das gab jetzt auf jeden Fall eine Menge Nachwuchs. So ein bisschen. Na, das solltet ihr schon transportieren, Mensch. So. So, das machen wir auch gleich, komm. Wenn schon mal da rumliegt. So, ich möchte jetzt ungern meine Bombenträger hier erwischen. Wie mache ich's denn? Ich habe 8 Bombenträger anscheinend. Wow, das ist ganz schön viel. Ich nehme auf jeden Fall jetzt die gelben mit. Wie viel sind denn das? 30 Stück. Ah, mal schauen. Ich nehme auf jeden Fall die Bomben auch mit. Ja, genau, es sind 40. Sehr gut. Und das müsste doch für das Teil reichen. Dann haben wir wenigstens ein Teil an dem Tag erreicht. Wobei das nicht schlecht ist, ne? Weil es kann locker auch mal ein Tag dabei sein, wo wir kein Teil bekommen. Aber dafür an anderen dann wieder mehr. Weil am Anfang noch mal habt ihr vielleicht gesehen, man muss einfach hier erstmal aufräumen und Barrieren wegmachen und was weiß ich noch alles. Das dauert alles seine Zeit. So, ich spreng aber hier erstmal auf. Jetzt habe ich noch einen vergessen? Nein. So, jetzt wird's wieder interessant. Sprengung. Ich habe jetzt gerade gesehen, was dahinter ist. Und das ist eine Mauer, die ist besonders widerstandsfähig ist. Die braucht nämlich mehrere Bomben. Und zwar ganze 9. What the fuck? Reichen nicht mal meine Bomben dafür. Sehr gut. Na, wundert richtig. Brauche ich noch eine Bombe? Ist das euer Ernst? Ja, anscheinend. Aber dahinter ist noch ein Teil, also, ne? Zack. Und wunderbar. Ich meine, ganzen Bomben verschleudert. So, und jetzt hole ich mir aber erstmal das Teil hier oben. Vielleicht finde ich ja irgendwo noch Bomben. Ich glaube es zwar nicht, aber gut. Weil hier brauche ich nämlich Gelbe, um da hochzukommen. Und zwar wie viel? Ah, 20 Stück. Wunderbar. Zack, 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 zack. Und noch ein. Das müsste reichen. Jo. Gut, dann machen wir uns auf den Weg. Nicht nach Vertania See, nein. Bombensuche. Ah, da hinten sind noch Bomben. Moment. Bomben.
Aber ich brauch doch eigentlich nicht mehr. Das reicht doch schon. Los, hebt's auf. Ihr wollt nicht. Okay, gut. Haben wir schon verstanden. Ich brauche ja eh nur eine Bombe. Also kann ich das eigentlich auch liegen lassen. Aber dafür werde ich wahrscheinlich mehr als noch... als 20 benötigen für das Teil da hinten. Befürchte ich. Weiß ich gar nicht, ob ich das heute noch schaffe an dem Tag. Ich glaube nicht mehr. Die außergewöhnliche Schraube. Ich habe diese Schraube gekauft, weil der Verkäufer mir erklärt hat, dass die außergewöhnliche Qualität für Otto Normalpilot nicht erkennbar sei. Was sie so außergewöhnlich macht, ist ein Geheimnis. Aber schau sie dir an. Ist sie nicht etwas Besonderes? Na klar. Oh ja, da brauche ich 30 Stück. Ah, das werde ich nicht mehr schaffen. Das werde ich nicht mehr schaffen. Egal. Mein Sonderbarradar. Jetzt bin ich in der Lage, alle verlorenen Schiffsteile, die sich in der Nähe dieses Radars befinden, mit Y zu orten. Das macht doch Hoffnung. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Das wird nichts mehr. Schade eigentlich. Das ist jetzt uncool. Ich wollte eigentlich das Teil noch holen, aber gut. So, zack. Hauen wir erstmal die roten zurück. So, das schafft ihr. Ich muss noch meine übrigen holen, meine anderen gelben. Die da hinten warten. Dann hole ich halt das Teil am nächsten Tag. Ist ja schon fast geborgen. So, kommt mit. Habe ich denn eigentlich alle? Ich hoffe, ich habe alle. Ich schau mal kurz auf die Karte. Ah, ich kann noch nicht auf die Karte schauen, weil ich noch nicht den Radar habe. Schade. Weil da kann man nämlich auch sehen, welche Pigments irgendwo rumstehen. Aber sie haben das Teil noch hinbekommen. Schön. Sonderbarradar. Dieses wichtige Teil spürt die anderen verloren gegangenen Teile auf. Der Radar wird mit einem Monitor verbunden, den ich mit Y anschauen kann. Zoom das Radarbild nahe heran oder zeigt die Umgebung aus weiterer Entfernung. Das wird sicherlich äußerst hilfreich bei der weiteren Suche sein. Jawohl. Wo bin ich denn jetzt hingelaufen? Bin ich denn jetzt? Ich bin irgendwie falsch. Da hinten waren nämlich jetzt Gegner. Das ist ein bisschen falsch. So, ich hoffe, das sind meine 40. Das sind meine 40. Gut. Dann tue ich die noch zurück. Dann zeige ich euch gleich noch den Radar. Wir haben jetzt schon 70 gelbe. Das lässt sich sehen. So, und dann könnt ihr nämlich sehen, die Sterne zeigen ihm an, wo die Teile sind von unserem Raumschiff. Ihr seht schon, da unten ist noch eins, dann ist da noch eins, dann ist da hinten und da und ja, und überall. Und da ist auch noch eins, das wird auch böse. Aber so ein paar kann ich noch ziemlich leicht holen. Das werde ich den nächsten und übernächsten Tag wahrscheinlich machen. So, ich müsste zwar meine Pigments nicht immer eigenhändig zurücktun, aber ich mache das einfach immer, weil es einfach sicherer ist. Ich fühle mich da irgendwie besser dabei. Schön. Und wieder mal ein erfolgreicher Tag neigt sich dem Ende. Wow, wir waren echt gut heute. Wieder mal. Und da heben wir wieder ab mit unserem Raumschiff. Unsere Pigments gleich mit. Haha, ihr Opfer, haha. 3 Tage seit Aufprall. Heute konnte ich die gelben Pigment meiner Liste der Entdeckungen hinzufügen. Diese Geschöpfe tragen Steinbomben. Vielleicht kann ich mit ihrer Hilfe Mauern einreißen und neue Durchgänge freilegen. Rote und gelbe Pigment, genau wie die Steinbombenträger, teilen sich in Gruppen auf, wenn ich X drücke oder ein Pigment durch längeres Drücken von A festhalte. Ja, wir haben heute ganz schön viel gekeimt. 83 Stück und kein einziges im Kampf verloren. Das ist super. Das ist total toll. Wir haben jetzt insgesamt 203 Pikmin.
insgesamt gekeimt. Ein paar haben wir durch Kampf verloren. Aber 120 rote und 70 gelbe, das ist schon nicht schlecht. Für 3 Tage ist das verdammt gut. So, gut, Freunde. Aber damit würde ich sagen, damit neigt sich der heutige Part wieder dem Ende. Und ich würde sagen, das war's dann mal wieder für heute von Let's Play Pikmin. Und ich würde sagen, sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute!